Ich habe Riesenmist gebaut. Naja. Dann trink mal ruhig weiter. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Ben? Hm? Lass uns erst die Welt retten und dann unsere Beziehung in Ordnung bringen. Ich habe den Kleinkram gerne vom Tisch, bevor es ans Eingemachte geht. Ja, auf jeden Fall. Pass auf dich auf, Dube. Du auch. Und trink nicht so viel, hörst du? Oh, jetzt hast du den schönen Abschied kaputt gemacht. Ich sag ja nur. Oh Mann, oh Mann. Okay, Oggi, was hast du zu sagen? Ihr spielt ein Trinkspiel? Ja. Yep. Willst du mitmachen? Ich will, dass ihr nüchtern werdet und helft. Wir helfen doch, wir helfen. Guck, Vinicio zieht eine Karte und wir raten die Farbe. Haben wir recht, trinkt er. Und hat er genug getrunken, klauen wir seine Sachen. Ganz einfach. Na gut. Wie läuft der Plan? Er ist zu raffiniert. Blaukraut bleibt Blaukraut und wird immer Blaukraut bleiben. Blaukraut, Blut, der Blutkrebs. Wir sind so kurz davor, ihn zu besiegen, aber uns fehlt eine richtig gute Strategie. Besser ihr überlasst das Denken jemand anderem. Wie du meinst. Oh Gott. In dem Zustand kommst du nicht weit. Wieso? Wohin will ich denn? Du wolltest mit zum Kraftwerk und eine Reportage über uns schreiben. Ach, erzählt mir doch einfach, was passiert ist. Wenn wir dann noch leben. Ich weiß schon, warum ich mich betrinke. Ja, könnte sein, dass wir alle sterben. Sind alle deine Reportagen aus zweiter Hand? Nicht alle. Vieles kommt direkt von mir. Du denkst dir deine Stories aus. Wieso überrascht mich das nicht? Hör, ich kann die Wahrheit nicht verkaufen, wenn die Verpackung nicht stimmt. Da wird schon mal aus einer ollen Oma eine heiße Blondine oder aus einem Mönch ein Mörder. Und aus zwei besoffenen Taugenichtsen? Clever und smart. Kannst du mir Geld leihen? Wieso ausgerechnet ich? Weil du am Heliport als einziger gewechselt hast. Ah, Mist, erwischt. Hier, nimm. Aber sparsam damit umgehen, ja? Ja, ja. Danke. Wir sind doch freundliche Leute. Ich tu mir das nicht länger an. Oh Mann. Ach, ihr Suffköppe. Gott, haben wir hier viel zu gucken. Da ist doch ein Boot. Das bringt uns garantiert nicht mehr zum Kraftwerk. Naja, dann nicht. Ach, da ist auch Faye. Und Faye, hast du vielleicht Glück gehabt? Faye? Hm? Wie geht es deinem Husten? Besser. Es kommt auch kein Blut mehr. Wenn wir die Alge gerettet haben, musst du unbedingt ins Krankenhaus. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ich leck mich am Arsch. Aha, hier ist schon mal ansonsten nichts. Mal gucken, was haben wir denn alles? Ein Werkzeugkasten. Dann wollen wir mal sehen. Eine Schraube, eine Mutter. Das war's. Na, prima. Na, supi. Was haben wir denn mit dem Scheiß? Ein Handtacker zum Versiegeln von Holzkisten. Hm. Können wir jemanden anrufen vielleicht? Hey, das ist nicht umsonst. Wie viel wollen Sie denn? Zeigen Sie mir, wie viel Sie haben und wir sehen weiter. Okay. Wie ein paar Münzen. Reicht das für ein Telefonat? Klar, das reicht sogar für mehrere. Die Rechnung zahlt ohnehin Emilio indes. Wofür war dann das Geld? Bearbeitungsgebühr. Oh ja. Hm. Wollten Sie nicht jemanden anrufen? Ich habe vergessen, wen. Kann ich mein Geld wieder haben? Es wird Ihnen schon wieder einfallen. Na toll. Außerdem haben wir das Geld doch noch. Mal schauen. Ein Stecker. Dann stecken wir mal. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht Herz? Falsch. Du trinkst. Okay, dann nicht. So. Pik, Karo oder Kreuz? Weder noch. Ich sage Herz. Falsch. Du trinkst. Mist. Sie befestigt etwas auf der anderen Seite.
Okay. Können wir das irgendwie abmachen? Narretei. Hätte ja sein können. Oder den Autoschlüssel. Die Schlüssel sind zu breit, um bei der Schraube was auszurichten. Aha. Vielleicht damit? Feuer mit Feuer zu bekämpfen war noch nie meine Devise. Ach Mann. Sei doch nicht so. Vielleicht mit einer Münze. Klingt, Tat als doch. Wäre etwas umgekippt. Sollten wir vielleicht nachgucken? Okay. Ein Schlüsselbund mit Flaschenöffner. Das spricht Bände. Mal schauen. Gibt's hier noch so ein Blechschild? Aha. Dahinter war ein Loch. Aha. Durch das Licht habe ich einen übertriebenen Glanz in den Augen. Können wir da jetzt ein bisschen schummeln? Durchsehen. Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Wenn ich nicht ganz blind bin, dann... Das ist Peak. Ach, jetzt können wir bestimmt Zeichen geben. So. Peak, Karo oder Kreuz. Peak? Richtig. Ich trinke. Ah. Das ist Karo. Es ist Herz. Falsch. Mist. Du trinkst. Ach, da ist auch noch ein Stecker. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es Kreuz? Falsch. Du trinkst. Okay, das ist dann Kreuz, Herz und Peak. Da ist noch eine Schraube. Ja, das ist dann bestimmt Karo. Und? Welche Farbe halte ich hoch? Hat es irgendetwas mit Spiegeln zu tun? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Du trinkst. Okay, dann nicht. Oder wirst du den Spiegel erstmal loswerden? Auf der anderen Seite hat sich etwas bewegt. Wir nehmen die ganze Bar auseinander hier. Oh Mann. Ach, jetzt ist es ein Karo. Alles klar. Also, Peak, Herz, Kreuz, Karo. Das ist Karo. Alles klar, dann müssen wir hier. So? Was ist die Ansage? Karo. Richtig. Ich trinke. Haha. Wir haben's durchschaut. Das ist Herz. Okay, da müssen wir das jetzt machen. Es ist Herz. Richtig. Ich trinke. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Okay, wenn du meinst. Hey, Kumpel. Wie geht's denn so? Hat Fortuna sie verlassen? Nein. Sie holt nur Zigaretten. Was soll die dumme Frage? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ach ja? Vater, misch dich nicht in unser Spiel ein. Wir kommen gut allein zurecht. Wenn du das sagst. Können wir die nehmen? Darf ich? Flossen weg, Opa. Sonst knall ich dich ab. Okay, der ist eindeutig noch nicht besoffen genug. Lieber auf Nummer sicher gehen. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Ja, dann halt nicht. Wie läuft der Plan? Sie selbst. Wer wird, 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 wird. Hey, wird. Wo sind meine Schlüssel? Vor deiner Nase auf dem Tisch. Richtig. Wehe, einer von euch Würstchen versucht, sie zu klauen. Den mache ich fertig. Zeit für Phase 2.
Okay. Ich tue mir das nicht länger an. Vielleicht mit der Antenne? So ein Käse. Ja, da geht er extra noch mal rum. Blechschild. Wir schlagen kaum. Unfug. Nee, schade. Vielleicht mit dem Werkzeugkasten entzogen. Brauchen Sie einen Mechaniker? Ist er endlich da? Er hat uns den ganzen Morgen hier versauern lassen. Wenn ich den in die Finger bekomme, dann mache ich Kleinholz aus ihm. Ich sage es ihm, wenn ich ihn sehe. Oh, na gut. Darf ich? Flossen weg, Opa. Sonst knall ich dich ab. Blöder Penner. Ah, oder vielleicht vertauschen? Quark. Sind das meine Schlüssel? Nee, kann nicht sein. Meine liegen noch hier. Kannst deinen Kram also behalten. Aber ist schon mal ein richtiger Ansatz. Wie kann ich helfen? Ich brauche nichts weiter, danke. Okay. Vielleicht kann Dubi ihn etwas ablenken. Obwohl, der ist ein bisschen besoffen dafür. Ich sagte doch, wir reden später. Erst muss ich noch die Welt retten. Wie man sieht. Ah, mit Saufen. Vielleicht nochmal mit Bachmann reden. Jetzt lass doch den armen Mann mal in Ruhe. Der macht gerade eine schwere Phase durch. Hat Fortuna sie verlassen? Nein, sie holt keinen Grund gleich aggressiv. Ach ja? Vater, misch dich nicht in unser Spiel ein. Wenn du das sagst. Ja, wir haben euch gerade doll geholfen, also. Herrgott nochmal. Können wir auch die Bierflasche öffnen? Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh, Monsieur, sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den Flaschenöffner an meinem Schlüsselbund. Och, so nett Darf ist ich? Er. Nee. Beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen nur das Bier öffnen. Hey. Okay, aber keine Tricks. Natürlich nicht. Für was hältst du uns denn? Hier, Ihre Schlüssel. Ich mache euch alle fertig. Die nächste Runde hab ich euch. Ich lege sie einfach auf den Tisch. Das wäre geschafft. Wir haben's geschafft. Na dann. Hi, ich bin der Mechaniker. Sehen Sie hier. Werkzeug. Und? Ich bin Mechaniker. Spezialist für Airboote. Darf ich mir Ihres ansehen? Eine Bibel macht noch keinen Papst. Sagen Sie mir erst, welchen Motor wir benutzen. Ach du Scheiße. Woher soll ich das wissen, wenn Sie mich nicht aufs Boot lassen? Alle unsere Boote wurden mit dem gleichen Motor geliefert. Kennen Sie einen, kennen Sie alle. Sie dagegen kennen ganz offensichtlich keine. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Okay. Schild. Hier steht der Bootstyp. Amazon Buggy C600. Kann vielleicht Simon helfen oder so? Wie kann ich helfen? Nee, kann er nicht. Ich brauche nichts weiter, danke. Okay. Wollten Sie nicht jemanden anrufen? Ich habe vergessen. Es wird ihn schon. Wo zum Henker kriegen wir jetzt raus, was für ein Motor diese Amazon-Dings da haben? Ich tue mir das nicht länger an. Nein. Ich denke mal, das wird nicht gehen. Faye? Hm? Bis später.
Ach, na super. Also irgendwie muss ich jetzt den Motortyp rauskriegen. Mal gucken, wie können wir das machen? Was steht eigentlich auf dem Blechschild? Ein rostiges, weiches Blech mit zwei Löchern an den Enden. Es lässt sich sehr leicht biegen, aber nicht gut fixieren. Das ist Werbung für Casillero del Indes. Brasilianischer Qualitätswein mit spanischem Namen und teuflischem Besitzer. Toll. Jetzt muss ich nur noch das Boot reparieren und dann kann ich Faye Bescheid geben. Ich rede erst mit Ihnen, wenn Sie meine Frage, welchen Motor hat... Ein Dunham ZX-7. Netter Versuch. Aber der Dunham ist ein Fogger-Motor. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe früher auf einer Plantage Insekten vernichtet. Und jetzt sind Sie in der Privatmiliz von Emilio Indes. Schöner Karrieresprung. Nein. Ich mache immer noch das Gleiche. Nur das Ungeziefer ist größer geworden. Ich, verstehe. Gut. Ein Buch können wir lesen? Ich dachte, Sie sind Spezialist für Sumpfboote. Und? Dann brauchen Sie auch keine Gebrauchsanweisung. Du bist ein Bra. Na ja. Kabbis. Ha. Und dann? Keine Ahnung. Plane? Unfug. Tinef.